Ja, Tag zusammen. Ja, es gibt ein neues Video und das Ziel dieses Videos ist, wir stellen euch unseren neuen Bus vor. Ja, Bus 1 und Bus 2 quasi kennt man schon, ne? Das ist einmal mein MAN SÜ 240, steht übrigens da, mal gucken, ob ich es gleich drauf kriege. Zuck, 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 steht da jetzt rechts von mir. Ne? In dem Video ist ja links von mir, ist ja mal seitenverkehrt. So, das ist ja quasi Bus 1 gewesen, ne, so gesehen. Und dann haben wir ja den zweiten, da ganz hinten, den O407, die Amelie. So, das waren dann die zwei und jetzt haben wir den neuen. Und den neuen will ich euch jetzt vorstellen. Wir befinden uns, wie ihr unschwer erkennen könnt, natürlich im Hannoverschen Straßenbahnmuseum auf dem Abstellplatz der Busgruppe. Deswegen stehen hier auch noch zwei andere mit drauf. Oder da steht ein LKW, ein MAN, da steht zum Beispiel noch ein Rest von einer Straßenbahn, die demnächst dann auch ihren letzten Weg antritt und vor dann schöne neue Straßenbahn von gebaut wird. Aber keine Panik, es gibt hier im Museum auch von dieser Bauart da aus Düsseldorf gibt es hier noch welche. Ne? Also da braucht ihr jetzt nicht weinen. So, jetzt aber zum Wesentlichen stelle ich euch mal den Bus vor. Da steht er. Drehe ich mal so rum. Also nicht der da, das ist ein O405, sondern da steht er. Könnt ihr, glaube ich, erkennen. Ne? Ich muss immer gegen die Sonne blinzeln, deswegen ist es nicht so schön. Genau, ein O303. Ein O303 ist das. Und zwar ist das der Bautyp 11R. Warum? Sieht man. Also erstmal haben wir eine geteilte Frontscheibe und keine ganze. Die RHDs, die sind zum Beispiel viel höher. Ne? Die haben eine ganz große Scheibe vorne. Und wir sehen an der Seite, der ist eben nicht so, wie die meisten es kennen, 12 Meter lang mit 15 Sitzreihen. Deswegen ist das ein 11R, der hat nur 11 Sitzreihen. Und dann ist da noch die Bezeichnung ÜHE. Ne? Gibt es noch einige Bezeichnungen. Ich lese das jetzt mal ab, weil ich kann nicht mal alles auswendig. Ne? Ja, also bekannt sind ja meistens die KHP und die RHP, sowie halt den RHD. Und HP steht ja immer für Hochbodenpodest. Und dieses ist ja ein ÜHE, Überlandbus, Hochboden, ebener Boden. Warum? Zeige ich euch. Ne? Wir haben jetzt also keinen O303 15er. KHP haben wir jetzt, KHPL, L heißt dann noch lang, also lange Version. Den haben wir jetzt halt gerade nicht hier und halt, wir haben halt den Vorteil, dass wir den für einigermaßen gutes Geld kriegen konnten. Ja, das ist halt das Ding an der Sache. Ja, ansonsten Baujahr 1987 und wurde so, wie er ist, vom Werk Mannheim dann direkt an die Borkumer Eisenbahn auf die Insel Borkum geschickt und seitdem fuhr er da bis zum September 2020. Meistens, so steht das auch in den Unterlagen, meistens in Gelegenheitsverkehr und natürlich für die Touris im Sommer. Ne? Dass wir so eine Tourisgruppe haben und wir fahren über die Insel und entweder machen sie Inselrundfahrt oder was weiß ich, oder die Touris vom Hafen aus verteilen auf den verschiedenen Pensionen und dergleichen. Ne? So, Originalkennzeichen haben wir dran. Ne? Ja, Leer ZD 46. Das war so ein Kennzeichen von dort. Und auch diese Farbgebung, weil wir haben Original-Auslieferungsunterlagen und da sind exakt diese Farben drauf angegeben. Ja, ist halt ja, so original, wie er von der Insel kam. Ja, 34 Jahre jetzt quasi ungefähr. Und normalerweise würde da der Schriftzug von der Kleinbahn stehen. Aber die hatte einer mit schwarzer Farbe einfach übergepinselt quasi und das mussten wir dann nochmal wieder in Ordnung machen lassen, ja. So, ansonsten das Besondere ist, an dem natürlich, hat vorne die große Tür, gab es ja ab 83, ne, es gab da dieses Modell, also der O303 gab es ab 1974, wurde gebaut bis 1992. Dann kam der Nachfolger O404 und das waren dann rund gerechnet halt 18 Jahre Bauzeit und ab 1983 gab es dann quasi einen Facelift, kann man sagen, oder halt einen Mops, ne, wie sie es bei Mercedes ja nennen, also Modellpflege. Und dann war halt die vordere Einstiegstür halt, ja, anstatt diese zwei einzelnen Türen gibt es halt nur noch eine große. Und
ja, so ist das dann halt. Und das ist halt hier auch ein Kombifahrzeug. Aber das Besondere an dem ist, der hat eben hinten oder in der Mitte eine Falltür. Baumuster ist dazu der O302, also sein Vorgänger. Und gebaut wurden diese eigentlich nur und ausschließlich nur für die Bundeswehr. Also alle, die ihr vielleicht noch kennt oder die irgendwo noch angeboten werden, müssten welche von der Bundeswehr sein. Mit Bänken drin. Ne, da waren die ausschließlich für gebaut worden. Das sieht man auch anhand des Fahrzeugbriefes. Da war dann von 1982 irgendwelche Sonderregelungen noch drin. Und die wurden dann ab 83 gebaut. Bis, keine Ahnung, da müsste ich jetzt lügen. 88 oder 89 oder so, und dann wurde das eingestellt. Also es gibt nicht sehr viele davon, und dieser ist der einzige uns bekannte Zivile, der existiert. Ja, Motor drinne, der hat einen 6V6 Zylinder, also ein V6 Motor. OM 402 ist das, glaube ich, oder 401, weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Und hat 219 PS. Das heißt, in den großen wäre jetzt ein V8 drinne. Und das ist quasi einfach nur, ja, haben sie einfach die zwei Zylinder weggelassen. Warum? Ne, das war wahrscheinlich Bauart am einfachsten. Was dazu führt, dass er auch eine gewisse Laufunruhe besitzt. Werdet ihr gleich merken, wenn wir ihn anmachen. Ja, ansonsten, halt sonst hinten, von hinten aus sieht er halt auch normal aus wie jeder O303 auch. Besitzt oben einmal Rückleuchten und einmal Blinker. Ob die schon von Anfang an dabei gewesen sind, naja, ne? Sieht eigentlich so aus, als wäre es so. Ne? Das sind ja recht alte Kappen und alles. Ne? Ja, so sieht er halt im Großen und Ganzen jetzt hier aus. Und bevor jetzt gleich die nächste Bahn kommt, ach, wir können ja noch mal einen Blick in den Kofferraum werfen. Der hat ja einen, für den Hochboden eben üblich. Blick reinwerfen. Getankt wird hier übrigens auf der linken Seite. Ne, Tanker dann nämlich hier. So, jetzt einmal hier so schön. Ja. Und wie ihr seht, normalerweise fangen dann die meisten Fahrzeuge, die wir uns schon angeguckt haben, fangen an da zu rosten. Da eine Reihe runter oder vorne an den Kanten. Ja, aber hier nichts. Nichts zu sehen. Ne? Alles noch tadellos und Taco in Ordnung quasi. Bei der muss man aufpassen, dass man sie, wenn man sie loslässt, dann macht es Rums. Ja, dann gehen wir jetzt mal nach innen und danach wollen wir mal in Betrieb nehmen. Ja, laut der Statistik auf diesem Zettel gab es wohl noch im Jahre 2017, das ist also 4 Jahre her, gab es noch wahrscheinlich 5 Stück. Die anderen 4 liefen dann auch bei irgendwelche Unternehmen, und das waren dann alles, wie gesagt, Ex-Bundeswehr. Die haben auch keine Reisebestuhlung. Hier ist also eine Original-Reisebestuhlung drin, mit den typischen Einrast. Nee, wie ging das noch? Ich glaube, ganz nach oben ziehen. Nee, ganz nach oben, jetzt ist eingerastet. Ja, wenn man nach oben macht, wieder runter, zack, rastet man die aus. Und dann gehört normalerweise... Also die komplette Reisevariante hat hier oben dann über jeden Platz dann immer noch so 2 Düsen und eine Beleuchtung, also eine Leselampe. Das gibt es natürlich bei denen hier nicht, weil es ein Kombifahrzeug, also auch für den Linienverkehr vorgesehen. Was auch die Stangen beweisen. Ne? Hier geht eine Stange lang, eine Haltestange. Die bräuchte man ja für die Reise nicht. Ne, dann hat man drei Luken, also 3 Dachlüfter hier, 2 Luken drinne. Haltesignal gibt es auch, haben wir aber noch nicht gecheckt. Ansonsten hat man hier da so die Beleuchtung, gibt es auch 2 Varianten. Einmal natürlich die typische Nachtbeleuchtung in grün, wie das so üblich war, und natürlich weiß. Ne? Das ist die Falltür von innen, die sehen wir gleich auch nochmal in Aktion. Und hier wäre ja der typische Kinderwagenplatz, und wie wir sehen, sind hier 2 Sitzreihen drin, die man aber, wie ihr auch sehen könnt, genau mit 2 Rädchen rausschrauben könnte. Dann hätte man auch, das muss ich jetzt, dann müssen wir mal hier hingehen, da ist eine passende Stange dazu. Ja, also es würde auch funktionieren. Könnte man da dementsprechend umbauen. Ja, ja, und was der Unterschied ist dann auch zu dem 12 Meter langen, hier ist dann 1 großes Fenster, 2 große Fenster, 3. Vorne ist ein kleines, hier hinten sind 2 kleine. Ja, das ist rechte Seite, ist dann
wie wir sehen, exakt an der Stelle, wo normalerweise das Fenster sitzt, ist dann natürlich die Tür. Toll gemacht, ne? Coole Sache. So, ja, da steckt der Motor, wo sonst. Ja, ansonsten ganz normal, Sechsgangschaltung. Wie halt alle anderen auch O303, vielleicht gibt es auch einen mit 5 nur, weiß ich nicht, ist mir nicht bekannt. Ne? Es gibt da ja verschiedene Bauformen. Und ab 1983 gab es dieses Armaturenbrett. Ne? Von dem Autoradio, von dem Radio sehen wir jetzt mal ab, das ist natürlich viel zu neu. Da bräuchte man eigentlich auch ein altes und das kommt dann demnächst noch. Ja, ansonsten da hier Gangschaltung, da der Fahrersitz, der hat auch was Besonderes. Den kann man nämlich zur Seite drehen. Das machen wir mal eben. Dass man den, da konnte der Fahrer immer, wenn er ausgestiegen ist, lässt er den Sitz so stehen. So, so lässt er den Sitz stehen und dann setzt er sich rein und dreht einfach um. Ne? Das fand ich sehr schön. Ja, da Warndreieck, Unterlegkeil, Verbandskasten ist da oben drinne und eine Warnweste. Gut, ist ja 87 nicht üblich gewesen, wissen wir jetzt. Der müsste eigentlich jetzt neu sein. Ja. Der ist neu und aktuell, das ist gut. Ne? Ist hier noch drin? Weiß ich nicht. Müssen wir demnächst mal nachgucken. Haben sie witzig gemacht hier, ne? Für den Fahrer so eine kleine Ablage. Ja, da kommt gerade wieder eine Straßenbahn vorbei. So, hier oben noch eine Sonnenblende. Einmal die einfache Variante und einmal nochmal zum Runterklappen. Dann hat man hier oben auch noch da eine Deckenlüftung, die man auch hier über das, da kann man extra noch die Bläsestufe einstellen und eine Zielanzeige hat der. Wo zurzeit die Sonderfahrt eingestellt ist. Welche Ziele noch drauf sind, müssen wir noch erkunden. Haben wir noch nicht gangbar gemacht, deswegen. So, Armaturenbrett erkläre ich euch, bevor es dann losgeht. Dafür drehen wir den Sitz mal wieder in seine Stellung. Gucken wir, ob wir das... Ja, gestartet wird übrigens mit dem Zündschloss. Da. Aber ausgemacht wird über den Hebel. Das kann ich euch jetzt direkt noch vorführen, bevor der Bus läuft. Das sind halt die Hebel für den Bugschrank. Ne? Gibt ja um, jetzt steht er auf Umluft zum Beispiel, also müsste der eigentlich nach unten. Das war nämlich ein Fehler. So kommt nämlich die frische Luft von außen rein. Und dann kann man halt noch links und rechts halt dann nochmal steuern. So, dann hat man hier, das ist dann einmal für den Fahrer die Temperatursteuerung und das ist die für den Fahrgastraum. Wäre das. Ja, die dreht sich nämlich auch ins Leere. Das sind eben so die Dinge, die noch gemacht werden müssen. Feststellbremse ist hier. Ne? Wie die funktioniert und wie die klingt, kommen wir noch zu. So, und dann gehen wir mal noch das Armaturenbrett durch. Hier halt dieser Blinkerhebel mit einem Komfort. Also da hast du dann einmal Scheibenwischer, weil da gibt es keine Knöpfe für. Scheibenwischerfunktion, sonst natürlich Lichthupe und Fernlicht, Blinker und Hupe auch. Ne? Stimmt, ne? Hupe ist auch noch. Ja, der Knopf hier zum Reindrücken ist die Hupe. Weil hier am Lenkrad kann man nicht hupen. War so. So, ansonsten, welche Schalter haben wir? Das ist die Dachlüftung. Hier über uns sind nämlich zwei Luftkästen und dahinter ist ein Gebläse. Kann man damit einschalten. Da alle drei Dachlüfter kann man einzeln an- und ausschalten. Das wäre, glaube ich, auch die Dachlüftung, aber da werde ich mich noch mal mit beschäftigen. Ja, na klar, Frontgebläse. Ach nee, das ist die Heizung im Fahrgastraum. Mhm. Das ist Fahrgastgebläse und das ist hier dreistufiges für Frontgebläse, ja. Oder halt Bugschrank, darf man auch dazu sagen. Ansonsten haben wir hier den typischen Tacho der 80er Jahre mit bis 125 km/h, eine Uhr drinne, ja. Kilometerstand, habt ihr das gesehen oder nicht? Ich ziehe euch mal scharf oder ziehe euch mal ran. Ups, jetzt ist es unscharf. 711.000. Der hat noch keine Million gelaufen. Der hat ja auch nur die Insel gesehen, ne? Sein ganzes Leben lang. Sein ganzes Leben lang. Mitte Drehzahlmesser. Und jetzt sagt ihr euch, wo sind denn die verfluchten Kontrollleuchten? Ne? Gut, eine Kontrollleuchte haben wir in der Multifunktionsanzeige quasi. Ne, normalerweise alle anderen Anzeigen sind hier oben. Ne? Ihr sagt euch, hä, wieso? Das ist doch nur eine schwarze Blende. Ja, das war's eben, ne? Das war das Highlight bei Mercedes. Da sind die Leuchten hinter der Blende versteckt. Zeige ich euch gleich auch nochmal in Funktion. So, und dann haben wir dieses Multifunktionsgerät oder Anzeige. Einmal ein Öldruck, rechts Wassertemperatur, unten Tank. Oben ist die Leuchte für Motorunwirksamkeit oder halt Druckluft. Dann haben wir einmal
hier 2 bar und einmal fast 5 bar. 5 bar ist der Sperrdruck eigentlich und 2 bar ist eigentlich zu wenig. Also ein Kreis, sind 2 Kreise, ne, vordere, hintere Kreis. Ich vermute, dass das der vordere ist oder der zweite Kreis, wo auch die Türen dran sind, und das eben der andere Kreis ist. Was aber dazu führt, dass der Bus auf jeden Fall, wenn wir jetzt die Feststellbremse lösen würden, ohne dass der Motor läuft, würde trotzdem nicht anspringen. Würde er feststehen. Dafür reicht es allemal. So, dann hier Warnblinklicht. Und seht ihr da? Huch, da ist ja das Blinker. Die Blinkanzeige. Ne? Auch der blinkt. Ne? Muss er ja. So gehört sich das. Dann haben wir genau die Innenbeleuchtung, die verschiedenen Funktionen. Links, rechts. Links, rechts, voll, voll, warte mal, links, rechts, voll, das wird die Nachtbeleuchtung sein. Das ist der zuschaltbare Retarder. Haben wir gar nicht genutzt bei der Überfahrt, ne? Bei der Überführung. Meine ich. Kofferraumbeleuchtung, Standheizung kann man separat einschalten. Fahrerbeleuchtung, ja. Und Türen vorne, hinten. Wie es bei O303 üblich ist, also hier mit diesem schönen beleuchteten Ring in der Mitte. Und hier, witzigerweise, sieht man ja, ne, hier ist ein Türsymbol, links der Pfeil, da ist ein Türsymbol, rechts der Pfeil. Ja, pff, naja, ist halt so. Und alles schön verblichen, wie gesagt, 34 Jahre alt. Was haben wir noch? Autoradio, wie gesagt, wird noch demnächst gegen Original getauscht. Hier muss noch ein Mikrofon hin, für den, aber eigentlich ja nicht, ja, für den Reisebegleiter, ne, genau, für den wenn man einen hat, aber hat man auf der Insel einen Reisebegleiter? Ich weiß ja nicht. Ansonsten haben wir hier unseren Lichtschalter. Ich glaube, nach links, wenn das geht, oder rausziehen kann man. Rausziehen war, glaube ich, Nebel oder so. Ansonsten halt ganz normal Standlicht. Standlicht, Abblendlicht. Geht natürlich nur bei Zündung, wie sich das gehört. Und wie geht denn das mit der Parkleuchte? Das wusste ich auch schon mal. Naja, lassen wir so. Ist ja irgendwo Banane. Dann haben wir, glaube ich, alles erklärt. Hier gehören dann zum Beispiel so Kassettenfächer hin, so 6 Stück, immer so 2 Stück. Dann haben wir da noch ein Ablagefach. Und noch ein zweites Ablagefach, das ist halt so üblich gewesen. Und hier wäre dann beim Reisebus dann quasi auch noch der Sitz für den. Und da in der Ecke ist, glaube ich, meistens noch ein Kühlschrank oder sowas. Ne? Braucht der alles nicht, weil, wie gesagt, ist nur auf Insel gefahren. So, nun geht er los, wie man so schön auf Plattdeutsch sagt. Drehen wir mal den Schlüssel. Oh, haben wir schon ein Klack-Klack gehört. So, dann haben wir hier die ABS-Leuchte, die muss ja jetzt leuchten. Kontrollleuchte für die Batterie. Und dass die Feststellbremse angezogen ist. Sitzt. Ist das wieder die Umweltpumpe, die da läuft? Komisch. Wir hatten noch den Stecker rausgezogen. Wie geht denn das? Irgendwas summt da, das werden wir auch noch gewahr. Was da so sein soll und so nicht. So, dann gucken wir mal. Kein Gang drin. So, komm. Müsste aber nochmal. So, dann wollen wir mal gucken, ob er anspringt. Ja, hier vibriert gleich alles. Fensterführung ist ja auch nicht mehr die dollste. Ja, und was fällt euch auf? Der Drehzahlmesser funktioniert ja gar nicht. Auch ein typisches O, zack, da ist er. Das ist ein ganz typisches O303 Merkmal. Den muss man erst ein bisschen aufwecken. Haben die Setras auch ganz gerne mal gehabt. So, jetzt mal gucken. Für hinten ist die Tür jetzt offen, ne? Licht leuchtet, vorne nicht. Geht eben die Leuchte nicht, aber wir sehen ja, Tür ist offen. So, jetzt nehme ich mal Fuß runter, mal gucken, ob er anbleibt. Das geht nicht. Ja, das geht nicht. Klar geht das. Ja, ist ja normal, ist kalt. Aber in den Filter reingelocht, ist noch irgendwo ausgelöst. Ach, das ist so poppelapapp. Ne, wir haben jetzt fast 700 Umdrehungen. Und jetzt merkt man schon halt 6 Zylinder, ne? Und läuft total unruhig. So, und da das jetzt noch ein Momentchen dauert, obwohl der eine Kreis, der ist schon gleich voll. Ja, ist ja klar, er hat ja bei 5,5 angefangen. Ne? Ja, Gaspedal auch, ist auch toll. Man muss es nämlich nach unten treten. Wir wissen ja, bei allen anderen Bussen tritt man nach vorne, bei O303 tritt man nach unten. Und ich meine, O307 und O305 war das auch so, ne? So, jetzt läuft er zwar ein bisschen ruhiger, aber jetzt haben wir auch gerade 900 Umdrehungen. Also so, jetzt läuft er eher ruhiger. Aber jetzt haben wir auch schon 1000 Umdrehungen. Ein bisschen mal schnüffeln kann man jetzt auch. Das ist gut. Ja, jeder würde jetzt denken, boah, der geht gleich aus, ne? Aber wie gesagt, das ist normal. Das muss so. Jetzt anschalten. Nee? Achso, jetzt kann ich auch mich hier drehen.
Olli kann ja gleich mal Gasstoß geben, wenn ich an der Fix bin, ne? Hinter dem Motor. Kannst mich ja sehen im Spiegel. Guck mal noch kurz nach hinten und Olli ist so nett und macht mal einen Gasstoß. Also wie gesagt, dieses Vibrieren ist völlig normal, weil es so ein abgekürzter V8 ist eben, ne? Aber der Klang ist einfach riesig. So, jetzt darf er mal. Gib ihm, Olli. Ja. Ich kann mich ja nicht hinstellen, ich muss mich ja einnebeln hier. Qualmt natürlich auch nur so lange, wie er kalt ist, ne? Weil wir haben den Bus einmal von Hamburg aus, wo wir gekauft haben, überführt. Und dann nochmal war er ja noch bei einem Busbetrieb und da hatten wir den ja dann jetzt quasi. Stange unten ist locker, ne? Wahrscheinlich. So hinten, ja, hinten ist das Licht schon ausgegangen. Zack, jetzt geht's nämlich auf. Jetzt ist er aufgegangen, die Vordertür. So, seht ihr, wenn die Tür ganz offen ist, dann rappelt sie auch nicht mehr so im Karton. Also schon genug Druck. Ja, wir haben beide schon 7 bar, schon fast voll. Das war die ganz normale Fußbremse. Das ist auch normal, dass man mit, wenn man Gas gibt, halt der Öldruck noch hoch geht. Das ist typisch Mercedes. Ja. So ist das. So. Hier auch. Ach, lass du doch auch mal. Das ist auch mal. Okay. Ah, da ist ausgehakt. Hä? Ausgehakt. Hier ist nicht ausgehakt. Ob's lose. Ja, vielleicht muss man das auch da die Schiene ein bisschen wieder zurückschieben. Ja. So, wollen wir einmal vorne Check-in machen. So geht hier zu. Ja, wenn man Gas gibt, ist es so im Karton, ne? Aber es ist so. Ne? Da musst du laufen. Guck mal, jetzt waren die fast schon wieder 700. Ja. Und wenn du jetzt noch 100 Umdrehungen nochmal runtersetzt, dann wird der noch schwergängiger und wackelt noch mehr. Das ist schon so gut, ne? Oder man setzt ihn noch höher, dann so zum Beispiel. Aber das ist mir schon zu hoch. 800 wäre schon im Stand. Braucht so viel Sprit. Ja, das außerdem. Nee, das ist so. So muss das sein. Na, vorne nochmal aufmachen. Zack. Ja, ganz schön schnell eingestellt, ne, beim Öffnen. Vielleicht ändern wir das noch. Aber so hat man wenigstens schnell einen Fahrgastfluss. Und für hinten drückt Olli nochmal. Ich will immer über den Sitz, über den Schaltknüppel rübersteigen. Hier, ne? Brauchen wir doch gar nicht. Wir sind ja bequem. Ja, heute mal das Ganze hier ohne Gebläse. Normal hätten wir schon wieder die Deckenlüfter an. Aber brauchen wir heute mal nicht. So, ich setze mich mal hier, glaube ich, hin. So in die Sitzreihe heute mal. Ah, diese blöde Gegensonne, da siehst du mal wenig. So, jetzt. Ja. So funktioniert das hier mit diesen Falltüren. Schön langsam schließen sie sich. Jawohl. So, das war's erstmal. Und naja, ne? Bis die Tage mal.